Adi. Adi, Schatz. Alles Gute. So, wir brauchen heute die Nummer 14. Wir brauchen die Nummer 14. Die Nummer 14. Und die 14 ist hier oben. So, ziehen mal die Tür. So, nehmen wir die Tür auf. Adi? Nehmen wir den Rest wieder hin. So. Balkan Bier. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Adi und der Bier-Adventskalender von Kalea. Doch zuerst wollen wir wieder Pupsis Türchen öffnen beim Karls Adventskalender. Die hat wieder einen Spruch drin, da steht: Da dies das Fest der Liebe ist, wird Erdbeere von Banane geküsst. Wird Erdbeere von Banane geküsst. Wird Erdbeere von Banane geküsst. Das ist eigentlich, naja, ihr kennt das wieder anders betont, aber vielleicht war es jetzt auch hier in der Reimbranche, kennt ihr das. Das ist hier Erdbeer-Bananentraum. Das ist ein Fruchtaufstrich mit Erdbeeren und Banane. Also, das ist, ja, fürs Brot. Kannst du hier drauf machen, hast du was drauf. Ihr habt vielleicht gerade schon das Bier gesehen für heute in einer grünen Flasche. Eine grüne Flasche Balkan Bier und da steht drauf Bier without Nation, ein Bier ohne Nation. Das Ding hat, wo steht's denn? Hier drüben 4,9%. Der Produzent ist die Memminger Brauerei Deutschland, aber das ist ein Balkan Bier aus dem Balkan, das heißt, das ist irgendwo zwischen diversen Inseln und Ländern hängt das so einfach rum im Wasser und das können da einfach aus dem Wasser mit der Flasche aufsammeln. Deswegen habt ihr ja hier die Umrisse, hier so Insel, Land und dazwischen ist das alles hier so gemacht, damit ihr seht, das haben sie einfach aus dem Ozean gezogen. Wahrscheinlich ist dazwischen auch Land und ich sehe es nur nicht, weil halt das Zeug davor ist. Da steht Bira, Bier, Bivo, Bier, das sind alle möglichen Sachen drauf, also alle möglichen Sprachen und dann kommt es trotzdem aus Deutschland, Memming, Memminger Brauerei. Was geben wir aber jetzt fürs Etikett? Wir haben hier einen ganz stinknormalen Kronkorken, also so einen goldenen, heißt nicht Gold, ist halt so Bronze. Bronze ist auch nichts was anderes. Balkanbier. Sieht aus wie ein ganz normales Bier, würde ich sagen, in einer grünen Flasche. Ja, hat... Kriegt 3 von 5 Punkten, weil es sieht halt aus wie ein Bier, aber es ist jetzt, es ist nicht hässlich, es ist aber auch nichts Besonderes. 3 von 5 dazwischen muss auf jeden Fall reichen. Machen wir es mal auf. Das Balkanbier. Füllen es mal ein. Das ist eine grüne Flasche. Das riecht aber. Wieso habe ich denn jetzt dran gerochen? Ich darf dann noch gar nicht riechen. Das muss doch später alles erst kommen. So, das war jetzt wieder. Das Thumbnail und die Türchen 14 sieht aus wie das Türchen 13, so ähnlich. Ne, es ist nicht ganz so hell, es ist ein bisschen kräftiger. Müsste also eine bessere Farbe haben sogar. Jetzt habe ich nicht alles reingekriegt, weil das schäumt sehr. Wir können es ja mal hochhalten, wir können es mal zeigen. Also es ist auf jeden Fall ein klares Bier. Es perlt schön nach oben, es hat eine schöne fette Schaumkrone drauf. Wenn wir es jetzt hier mal rumdrehen und euch so zeigen, seht ihr auch, es ist glasklar, ihr könnt die ganze Welt dadurch sehen. Guck mal oben so, guck mal, da ist viel Leben drin. Das sieht richtig gut aus. Ich muss euch mal kurz da abstellen. Jetzt mache ich nämlich was ich sonst gar nicht mache. Ich zeige auch nochmal die Flasche. Guck die Flasche an, es ist eine grüne Flasche, was man nur sieht, wenn wir es hier gegen unser Fenster halten. So, jetzt können wir es wieder abstellen, was geht man jetzt aber für die Farbe? Es ist glasklar, das ist schon mal gut. Es ist für mich trotzdem nur eine 3 von 5. Es ist nicht so hell wie das letzte, es ist ein bisschen kräftiger, aber irgendwie geht das noch kräftiger.
könnte noch kräftiger, noch präsenter sein, dann wäre es eine 4. Wenn es am Präsentesten ist, wäre es eine 5. Ich glaube, eine 5. Haben wir eine 5 schon erreicht? Ich glaube, es war sogar schon eine 5 dabei. 3 von 5 auch für die Farbe. Geruch. Bierige Note, aber gleichzeitig irgendwas Dumpfes, was nach unten geht. So, ne? Wenn es aber vor dir steht, irgendwo eingeschenkt in einem Glas, finde ich trotzdem, ist das nicht schlecht. Ist das eigentlich annehmbar? Hätte man Bock, das zu trinken? Ist dadurch halt auch ein bisschen kräftiger als das letzte. Ich glaube, ich kann 4 von 5 Punkte geben für den Geruch. Es ist halt was da, es ist was da, es verschwindet auch nicht. Es ist was da, was in die Nase steigt, ein bisschen und ja, was sich halt an den Bier erinnert direkt. 4 von 5 für den Geruch, kommen wir noch zum Geschmack. So, den Rest noch einschenken. Solange ich mir das mal kurz hier durch den Kopf ergehen lasse. Oh. Hat jetzt erstmal wieder sehr wässrig geschmeckt, was wohl dazu passt, dass zwischen zwei Insellandschaften auf dem Meer das einfach mitgenommen wird, Flasche ins Wasser gehalten und dann, das ist das Balkanbier, ne? Direkt ohne Nation, direkt aus dem Wasser gefischt. Würde dazu passen? Es hat eine ganz leichte bittere Note im Abgang und wieder was Stumpfes, was nach unten geht. Also wie es beim Geruch ein bisschen war, das kommt ein bisschen durch. Der Geruch spiegelt sich im Geschmack wieder. Ich hätte jetzt aber mit mehr Geschmack gerechnet bei dem Geruch. Es ist halt trotzdem sehr leicht. Es ist irgendwie sehr leicht. Aber es ist auch irgendwie komisch. Irgendwie kann ich damit trotzdem nicht wirklich was anfangen. Und so richtig fehlt trotzdem was. Ich würde 2 Punkte geben für Geschmack, leider nur 2 von 5 Punkte für Geschmack bei dem Balkanbier. Dann ist mir das doch zu wässrig und zu eigen und zu weit entfernt von dem eigentlichen, was ich hier haben möchte. Ist es irgendwo dort und das passt nicht. Also 2 von 5 für Geschmack, Balkanbier, jetzt neu. Wenn ihr das kennt, schreibt es rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.